Hallo, 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 weiter geht's mit Castle Crush. Willkommen dazu, ich bin der Lars, ich grüße euch ganz herzlich weitere Part hier auf meinem wunderbaren Kanal. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, ihr genießt das wunderbare, richtig geile Wetter, Leute. Die Soße läuft meiner Arschritze komplett runter. Richtig geiles Wetter, so muss es sein. So machen Let's Plays aufnehmen, immer richtig Bock. Dachgeschoss und keine Klimaanlage, läuft bei mir. So muss es sein. So, Leute, ihr könnt zum Glück mit dem Handy draußen chillen am See. Keine Ahnung, währenddessen Hand in der Hose schön ran am Rumdödeln an euren Dödel. Ihr wisst Bescheid. Aber ich schwitze für euch. Für euch. Und das ist hoffentlich ein Däumchen nach oben wert. Weil schwitzen ist ja auch gesund. So, let's go, Leute. Was gibt's neu? Erstmal kurz abgecheckt hier. Da ist eine 1. Was ist denn los? Oh, die Meisterschaft steht vor der Tür. Dämonensticker? Ist der neu? Der Dämonensticker? Meister. Ist der neu, wirklich? Ist der neu? Oder bin ich jetzt total überwältigt? Wow, den habe ich noch nie gesehen. Den habe ich noch nie gesehen, den Mondsticker. Den gibt es bestimmt schon länger. Oder haben wir jetzt echt neue Sticker? I don't fucking know. Aber warte mal, gibt es noch eine Großansicht oder so? Manchmal kommt die ja aufge... Nee, kommt er nicht. Ist das wirklich neu? Das wäre ziemlich krass. Schreibt es in die Kommentare, ich weiß es gerade nicht. Der kommt mir zumindest nicht bekannt vor. Neue News weiterhin. Und zwar, es gibt eine Server... Überarbeitung bzw. ein Performance-Überarbeitung heute, 16.44 Uhr wurde das Ganze gepostet. Am 23. Juni, wenn ihr das Video seht, ist es wahrscheinlich schon passiert, weil das Video um 18 Uhr kommt. Ich nehme quasi einen Tag vorher auf. Dann gibt es eine Überarbeitung, werden wir auf jeden Fall sehen, was da abgeht. Und heute wurde noch was Neues gepostet, und zwar Richtlinien. Wir möchten die Community auf einen bestimmten Abschied unserer Richtlinien für Fairness und Sicherheit aufmerksam machen, der sich auf Benutzernamen und Klarnamen im Spiel bezieht. Bitte denke daran, dass Benutzernamen angemessen und nicht anstößig sein müssen. Politische und religiöse Benutzernamen sind in Castle Crush nicht erlaubt. Unter schädlichen, störendem, Verhalten verstehen wir jedes Spielverhalten, absichtlich oder unabsichtlich, das einem Spielerlebnis oder dem anderen Spieler schadet. Unsere Spiele werden von Spielern aus der ganzen Welt gespielt, und was für einen nicht problematisch ist, kann für jemand anderen durchaus verletzend sein. Jeder Benutzername, der gegen unsere Richtlinien für Fairness und Sicherheit verstößt, wird in jedem Fall von uns geändert. Wir freuen uns über deine Mitarbeit und danken dir für dein Verständnis. So können wir unsere Spiele sicher gestalten und für alle zugänglich machen. Die Richtlinien für Fairness und Sicherheit kannst du hier nachlesen. Back. Wunderbar. Ja, Leute. Letztes Video vor einem Monat. Wo sind ja meine tollen neuen Videos? Warum wird hier nichts mehr gepostet? Okay, ich sollte aufhören, rumzuspucken. Corona ist immer noch am Start. Ja, habe ich schon etwas gesagt? Da gab es irgendwelche, Nazi-Sachen, dies, das und SS und so ein Blödsinn alle. Finde ich, soll auf jeden Fall, muss auf jeden Fall gesperrt werden. Ich hoffe, das machen sie jetzt. Jetzt schreiben sie aber von wegen, es wird geändert und die werden nicht gesperrt. Ich finde, wenn jemand Adolf Hitler heißt oder irgendeine andere Scheiße, dann kann er auf jeden Fall auch gesperrt werden. Finde ich zumindest. Da muss man nicht den Namen ändern. Naja, zumindest passiert etwas, gefällt mir auf jeden Fall. Richtig geil. Und ob es noch andere Änderungen geben wird zu den kommenden Sachen, also quasi morgen bei mir. Schau mal kurz nach nochmal, nicht, dass ich irgendwas vergessen habe. Rund heute bei euch. Da gibt's was, warte mal. Hier ist was Neues. Was ist denn hier neu? Ich habe gerade ein paar Sachen entdeckt. Momentchen. Okay, was anderes, und zwar irgendein Discord-Turnier oder sowas. Keine Ahnung. Ich will Updates und keine Discord-Turniere. Neue Karten, neue Spielmodis. Verdammte Scheiße, gib mir den Kack. So, kurz die Gratis-Kiste gegönnt, was zu bekommen. Tolles hier. Eis elementär und den Skelett. Was haben wir? Oh, ich habe gestern vergessen zu zocken. Machen wir kurz heute. Tut mir leid, bitte verurteilt mich nicht. Ja, sonst, wie gesagt, es sind kleine, minimale Schritte, um das Spiel besser zu machen. Aber trotzdem, ihr fragt euch bestimmt jedes Mal, wo ist das riesengroße Update, was alles versprochen wurde? Was habe ich hier für Deck hier? Womit wir auf jeden Fall richtig geil am Start sind und mega krass und dies, das, Ananas. Leute, ich warte selber drauf. Was soll ich denn machen, Leute? Habt ihr alle so Lack gesoffen oder was? Nee, keine Ahnung. Ich hoffe, es kommt bald. Gefrieselt. Er war eiskalt gefrieselt, der junge Freund. Einfach mal gefrieselt. Noch ein Freeze. Wie viel hat er denn? Was ist denn los mit dem? Kann der Freeze bitte mal... Er switch lane, okay. Das ist ein mit unser wunderbares Ei überlebt. Trotzdem haben wir ein Problem. Sein Elementar ist schon ziemlich... Er hat noch ein... Finde ich kacke.
Als ob er noch ein Feuer auf der Hand hat. Ist doch logisch. Mein Junge. Du kannst mir doch komplett einmal mal meine Perze auslecken, wenn du Bock hast. Meine Fresse, wie kann das sein? Geh doch weg. Geh doch einfach weg. Zweimal natürlich den Freeze auf der Hand. Plus dann doch noch mal den Flächenschaden quasi, ne? Das ist doch... Das ist einfach so ein lucky Mensch. Das ist einfach nur eine Frechheit, dass man so viel Lack hat. Da ist Mr. Panda Level 8. Endlich mal ein Gegner, gegen den ich auch gewinnen kann. Normalerweise verliere ich gegen jeden anderen, weil ich bin einfach nur zu scheiße. Die ultimative, eklige, mega Scheiße. So richtiger Dünnschiss-Kack, der ins Gesicht spritzt. So, endlich. Endlich haben wir mal hier einen Gegner, gegen den wir gewinnen können. So, let's go. Switchen wir halt. So, kein Bock auf den Scheiß. Mr. Panda. Panda, Panda. Tanze Panda mit mir. Tanze Panda die ganze Nacht. Tanze Panda mit mir. Tanze Panda die ganze Nacht. Bam! Wuppaf! Ja, wir sind so gut. Wir haben länger ein Level 8 gewonnen. Damit haben wir es geschafft. Ich habe mein Lebenstraum erfüllt. Ich kann endlich beruhigt sterben gehen. Yes, wo ist denn? Wo ist meine Waffe? Ich will mir in den Kopf schießen. Nein. Goldkiste, geile Scheiße. Stärkung und Pirat auf Hand. Wäre wunderbar. So kurz die Kisten können, die wir haben. Wie gesagt, ich bin für jeden Scheiß, der auf jeden Fall kommt, irgendwie, ja, glücklich, weil, weiß nicht, die geben uns halt irgendwie gar nichts, ne? Gefühlt, wir wollen, man kennt das Sprichwort, ne? Gibst den kleinen Finger, kriegst die ganze Hand. Also wir kriegen eher, weiß ich nicht, einen asiatischen Mikropenis. Nein, wir kriegen halt gar nichts. Es ist einfach, es ist frustrierend. Es ist frustrierend. Klar, NFT-System, dies, das, Ananas, ist ja ganz cool, aber ändert halt auch nicht das Spiel, weil ob da jetzt ein Balken drum ist oder ein, keine Ahnung, Balken und minimal anderes Aussehen oder andere Animation auf eine Karte, die ich mir für 5000 Euro kaufen muss, ist halt nicht Update-technisch viel. Es ist halt einfach nix. Und deswegen wäre es doch schon viel schöner, wenn wir bald was bekommen, ne? Das würde mich schon sehr freuen. Ich hoffe, euch auch. Tanze Samba mit ihr. Halt, aber was ist denn los mit dir? Hast du den Lack gesoffen oder was? Hat ja kurz den Hehl raus. Das ist ja wie ein frecher Typ. Das ist ja sowas von frech. Frech, frecher. This dude. Was machst du jetzt? Soll ich jetzt auch lachen, oder was? Kann ich nämlich auch so einen Scheiß machen, wenn du willst. Mann, Mann, Mann. Gut, sind hier drauf, macht er auch. Aber wir können hier kaputt machen. Level 8er übrigens. Da sieht man... Für unseren Level 1 Account, das sind halt die Decks, die man braucht, ne? Noch ein Heal. Was bei ihm? Oh Gottchen. In dem Moment, wo ich den Meteor spiele. Ja, kann nicht sein hier. Kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein, mein Junge. Kann doch nicht wahr sein hier. Hör doch auf mit so einem Blödsinn. Schieben wir den Scheiß. So, den machen wir alle kaputt, den alten Rotz hier. Das passt auf jeden Fall. Der spielt echt gut, ne? Der hat echt schon... Das ist not bad, was der hier macht. Das gefällt mir. Kann so weiter zocken. Das ist not bad. Ich will mal kurz einen Drachen rein. Kommt ein Schlammi von ihm. Tanze Samba mit mir. Tanze Samba die ganze Nacht. So, da kommt Mr. This Shit. Mr. Die on this lane. Weiter kurz. Den drauf machen, wunderbar. Kurz den. Das sind schon starke Plays, ne? Das darfst du hier nicht unterschätzen, ne? Der ist Level 8. Ich habe jetzt gewonnen, aber trotzdem. Ganz schön krass.
Ich will mal kurz abchecken, was er so für ein Level hat von seinen Karten im Schnitt. Weil das sah alles schon ziemlich, ziemlich sexy aus. Da sieht man, mit so einer Deckkombination kann man ziemlich hochkommen. Hier Level 3 Sensenmann, Level 6 Meteor, Level 1, Level 7 Schlamm, also nur ein Level weniger als mein. Level 3 Dämon, also von den Kartenlevel ist auch ganz gut, aber es ist schon echt not bad. Ne? Level 8 und so hoch kann man sich mal gönnen. 4.900 Pokale, Rekord. Ich stehe mit, was habe ich, 5-5, also es ist schon nicht schlecht. Aber das Lachen, das habe ich ihn auf jeden Fall rausgenommen. Ne? Hat sich gut gewehrt, gutes Spiel auf jeden Fall, aber trotzdem musst du nicht gleich so frech sein, du alter kleiner Kollege. So 30 die Eier raus, der Katze die fressen. Meine Herren, der Battle Wolf. Ja, hat er keinen Bock, der Mr. Battle Wolf. Ich sag's immer wieder, das Deck, was wir aktuell spielen, Allrounder Best Ever. Ich finde einfach das mit das beste Deck, was es gibt. Wie gesagt, minimale Abänderungen sind klar, die kann man machen, aber sonst, das ist top. Top die Wette grillt. Das kann man sich aber vergönnen, ein richtig knackiges, sexy Deck. Jeden zu empfehlen, der dieses Deck spielt, Leute, ist ziemlich geil. Da kommt der Hohle. Der Hohle Ritter. Kopiert er sich nun hier. Das gefällt ihm das. Piraten, ein Dämon. Und Feuer, okay. Feuer ist auch okay. Ist okay, okay, okay. Okay, okay, okay. New Hunters. Okay. Da wird geswitchet. Dann switchet. Da kommen ein paar Bogenschützen. Bogen, Bogen. Bogenschützen. Da ist mit Fresh Blood. Da können wir direkt wieder den hier machen. Warte noch kurz. Bis Madame noch mehr. Oh, falsche Taste. Damit Madame noch reinläuft. Sehr gut. Damit kann man ein bisschen besser arbeiten. Dann geht alles kaputt. Kaputt bläht. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt. Dankeschön. Wieder geheilt hier. Soll das? Hoffen hier geheilt zu werden? Dankeschön. So, wir verlieren, sehe ich gerade. Wir verlieren! Wir haben verloren. Wie, warum hat er den Heal? Ich habe unten erwartet, dass er nicht den Heal dabei hat. Oh mein Gott, bin ich scheiße. Ich dachte, das würde ich jetzt easy gewinnen. Aber das war nicht ganz so gut. Ja. Es passiert auch sowas, dass man sich etwas verschätzt. Kann auch passieren. Vielleicht liegt es daran, dass ich heute zu viel Gras geraucht habe. Nein, ich rauche kein Gras, aber... Eieieiei. Das war jetzt nicht so gut von mir. Ich dachte echt, da unten würde easy, locker durchgehen. Krasser Scheiß, er hat immer wieder so eine Antwort gefunden. Echt gut gespielt, also. Penis ab, Hut ab, das war ziemlich geil von ihm. Ziemlich sexy, also ich hab Bock, den definitiv mal an sein Ohrläppchen zu lecken. Das ist ein Fresher. Come on. I come it. I come. Ich komme in dein Ohr. Tanze Jumbo mit mir. Tanze Samba mit mir. Ich will kurz den hier rein. Let's go. Ja, wunderbar. Oh Gott, oh Gottes Willen, das ist wieder hier Scheiße. Das ist wieder die Scheiße. Habe ich Wirbelwind? Nein. Pfeile auch noch gespielt. Reicht das? Und Kapuzenmann reicht auch nicht. Glaube ich. Dann halt nicht. Miss Fresh Blood. War natürlich klar, dass es nicht reicht. Wer jetzt erwartet? Und kommt der Blitz. Alles Lächeln. Mister Blitzi Blitzi. Soll auch rein, um zum Switchen. Jawohl, der Switch ist online. Gleich kommt er. Let's go. In der Mitte spielen wir den wunderbaren Schlamm. Okay, mach den noch. Alles Lächeln. Alles klar, das war natürlich jetzt ziemlich krass. Für einen Schlamm so viel in Kauf nehmen, beziehungsweise so viel Mana rauswemsen, wenn man Bock hat, ne? Dann sollen wir das machen. I bring eternal life. Der ist trotzdem kaputt, ne? Das ist mir auch nicht bewusst. Da wurde geblitzt irgendwas, keine Ahnung was. Ihr habt meinen Golem geblitzt. Let's go. Schön den Golem reinblitzen. So muss es sein. Der Golem, der wird gerne geblitzt. So, mal kurz zurück, dass der Kollege down geht. Wunderbar. Madame stirbt, das gefällt mir auch. Hier noch ein bisschen Flächenschaden hinterher. Let's go. Falscher geswitcht wird in der Mitte, bin ich schon vorbereitet. Wieder Feuer drauf. Nee, mach ich das hier kurz. Dann sollte das ja drin sein. Und ja gut, er haut jetzt ein Feuer raus, alles Gleichchen. Ja, scheiße, ich kann das eigentlich beschützen. Kriegt das eigentlich verteidigt, so eine verdammte Rotze. Egal. Passt schon.
Alles noch im Rahmen des Rahmenschnitzels, sagen wir es mal so. So, zurückwirbeln, ah, das Lärchen, da kommt der Rotz. Kommt wieder ein Feuer. Kommt nicht, deswegen hole ich mir das wieder, als Lärchen, so läuft das. Hier kurz den drauf, dass mein Drache überlebt und seiner kaputt geht. Wie den Schlamm rein. Und siehst halt auf Love. Ja, das sieht doch alles gut aus. Das sieht doch alles machbar aus. Er hat noch Pfeile dabei, ne? Wer hat denn heutzutage Pfeile? Er hat sie. Diese ollen Pfeile. Die einfach mal dreimal die Schwatte auf der Hand. Let's go. Die Schwatte, die regelt. Dieses Frechblatt, die geht jetzt leider kaputt, mein Freund. Da wird geblitzt. Oder auch nicht, okay, machen wir so. Das geht auch jetzt down. Schieben wir kurz den Kollegen rein. Let's go. Der gönnt sich auf jeden Fall. Ja, da oben mit dem Feuer kannst du nicht viel machen, mein Junge. Da kannst du nicht viel antworten. 20 Sekunden. Natürlich müssen wir jetzt hier versuchen, schnell noch Damage zu machen. Sonst haben wir nicht verkackt. Hat halt ein bisschen mehr, ne? Der hat halt ein bisschen mehr auf der Hand. Kommen die Pfeile von ihm? Okay. Ist die Overtime, muss ich Gas geben. Er blitzt, okay. Ich glaube, ich verliere, oder? Ich weiß nicht, wie viel Damage ich mache. Mr. Ugagaman ist am Start. Der macht ein bisschen Damage. Ich glaube, nicht genug. Oh, er geht down durch die Pfeile. 7k. Oh, wir haben verloren, glaube ich. Kann ich mich heilen? Nein, kann ich nicht. Habe ich vielleicht Meteor noch auf der Hand? Habe ich auch nicht. Oh Gott. Ich glaube, wir werden verlieren. Wir verlieren. Müssen wir zurückwirbeln? Meteor kriege ich auch nicht mehr, glaube ich. Doch noch Meteor. Zwei Karten. Meteor. Meteor. 7. Nein. Nein. Ich verliere in der Overtime. Egal, kriegen wir die Hälfte an Punkte. Schade. 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 Wir haben echt nicht viel gewonnen heute, ne? Läuft bei uns. Ja, zumindest Update, ne? Ist am Start. Leute, die sich Kotig nennen, werden endlich mal umbenannt und nicht direkt gebannt. Alles Gleiche. Das war's auf jeden Fall. Also wenn ich mich, keine Ahnung, Osama Bin Laden nenne, werde ich halt nur umbenannt in was anderes. Man kann auch mal bannen, ne? Das war's, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt die Meinung zu den Updates bzw. den kommenden Sachen, die alle kommen. Das ist nicht ganz so viel, aber was wünscht ihr euch noch für Updates? Könnt ihr auch gerne reinschreiben, kommt eh nicht. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen, bleibt gesund, genießt die Sonne und alles Mögliche. Bis dann. Tschüssi.